So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Mount and Blade 2 Bannerlord. Weiter geht's mit dem Imperium Run in der letzten Folge. Also zuerst, es ist ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen, für alle, die das ganz gemütlich durchschauen wollen oder zu einem späteren Zeitpunkt durchschauen wollen. So, in der letzten Folge wurde unsere Armee aufgerieben beim Versuch, Rasi einzunehmen. Ne? Das ist keine Schande. Auch die Osmanen haben mehrfach versucht, Konstantinopel einzunehmen, bis sie es irgendwann geschafft haben. Und wir sehen uns in einer ähnlichen Situation. Gut, da Lustica sind wir noch stehen geblieben. Mein Chat hat mich freundlicherweise noch darauf hingewiesen, dass ich unbedingt noch eine bessere Armbrust brauche. Das heißt, wir nehmen einmal die Hikori-Armbrust mit, die ich jetzt auch ausrüste, und einmal eine leichte. Der Unterschied ist nämlich, die Hikori-Armbrust ist deutlich besser, ist auch Stufe 5 vom Rang her und so. Aber ich kann sie nicht am Pferd brauchen und nicht mit dem Schild, das ist klar. Aber ich kann sie nicht am Pferd brauchen, das ist das größte Problem. Man kann nämlich eine schwere Armbrust nicht auf dem Pferd nachladen. Von daher werden wir die auch einfach brauchen, da werde ich teilweise absitzen, damit das dann geht. Okay, so. Das hat uns gut ein bisschen was gekostet. Gute leichte Armbrust in Valandia, ja, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn ich da noch einen Abstecher hinmache. So, wir reiten hier noch schnell durch, nehmen hier noch ein paar Mann mit. Dann müssen wir ein paar Banditen finden, die wir bekämpfen können. Abstimmung, ja. Bin ich dabei? Ja, ich kriege es. Ich will es doch gar nicht. Und die dachten mir, ja, dieser arme Adlige, der hat nichts. Er saffert da vor sich hin. Weiter geht's, ein Perk für die Armbrust, wo man sie auch auf dem Pferd brauchen kann. Ja, aber da bin ich ja noch nicht. So ein paar Banditen wären gut gewesen. Ich befürchte, dass das hier fallen wird, oder? Ja, es sind 500 Mann, war ja klar. Okay. Unsere Armee besteht nur aus Rekruten. Oh Gott! Wir können es trotzdem schaffen. Wir versuchen ein bisschen Zeit raus zu schinden. In der Hoffnung, dass ich noch den einen oder anderen upgraded kriege. Help me! Meine Burg wird belagert. Wer hätte es erwartet? Halt there. Ja, hallo. So, tell me who I fight. Ja, wir müssen kämpfen. Okay, wir verwenden doch nochmal die Leichte, weil ich hier vom Pferd aus arbeiten will. Und dann let's go. Was bleibt uns anderes übrig? Mounted Archers! Wir versuchen uns hier in den Bergen, das ist sogar der Rand der Karte, flott. Bei den Bäumen hinzustellen. Die geben uns ein bisschen Schutz. Wir formen eine Mauer. Und die paar Bogenschützen, die wir haben, die stellen sich bitte auseinander auf. Ah, hier, dass ihr drüber schießen könnt. Dann sollen sie auf uns zureiten. In den Bäumen hängen bleiben. Eigentlich so ein bisschen die Idee dahinter. Infantry! Move out! Troops! Gut, das gleich funktionieren wird, werden wir sehen. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, um diese 40 Kavalleristen, die da auf mich zureiten, in irgendeiner Form auszubremsen.
Das heißt, der Schildwall fängt hoffentlich die ersten ab, dann bleiben sie hängen, dann werden sie von den Pferden gerissen. Ich versuche noch zu machen, was geht, ja. Oh mein Gott. Ja, das sind Speerwerfer. Da gehen sie rein, bleiben hängen, blockieren sich gegenseitig. Jetzt gehen wir drauf. Lachen sie. Upsala, sorry. Ja, sehr gut, Rekruten, sehr gut. Das ist jetzt ihre Infanterie, die in unsere Rekruten reinrennt, aber wir haben viele, wir haben viele! Okay. Da ist ein paar draufgegangen, aber müssen nochmal angreifen. Auf offenem Feld hätte es, glaube ich, anders ausgesehen. Aber wir nutzen hier nochmal diese kleinen Dings. Jetzt sind lieber noch 5 Kavalleristen hier, was zu reiten. Give him hell! Come on, boy! Schnappt sie euch. Okay. Sehr gut. Okay, die Beute, die wir jetzt kriegen, du bist mein Gefangener, auch alles meine Gefangenen, die werden wir irgendwo spenden. So, Banner nehme ich jetzt mit, wir spenden sämtliche Rüstungen. Ja, und Waffen an die Männer. Die Idee dahinter ist relativ simpel. Sie werden dadurch deutlich besser und schneller abgegradet. Das nehmen wir mit. 5750 Erfahrung. Das ist möglich, weil wir über Vogt den hier geskillt haben. Abgelegte Rüstungen können an Truppen gespendet werden. Und den hier. Abgelegte Waffen können an Truppen gespendet werden. Und so können wir direkt wieder einen Teil unserer Leute upgraden. So. So, die Männer aus der Aserei, die gehen wir. Ja, wir haben gerade ein bisschen ein Problem, so wie es aussieht, ne? Also die gehen alle raus. Dann ins Verlies wird er gebracht. Das gibt uns Einfluss. Also es geht nicht. Dann behalten wir ihn einfach mal bei uns. Truppen an die Garnison spenden. Die Jünglinge hier, die Reiter. Dann hatten wir, glaube ich, noch ein paar, genau, Schafe und Kühe dabei.
Gut, besser. So, dann rekrutieren wir nach. Machen zur Entspannung. Machen wir schnell ein Turnier. Ha! Muss ja auch gucken, dass wir beim Turnier Platz 1 bleiben. Schade. No, der Speer, Alter, hat ihn vom Sessel geballert. Ah, vom Sattel. Weil ich. Schwesternanhängerin. So, ich muss ganz kurz gucken, welchen Rang wir haben. Da habe ich jetzt natürlich in der letzten Folge gar nicht mehr drauf geguckt. Weil andersweitig beschäftigt waren. Rangliste. Okay, doch, wir sind noch Platz 1, sehr sweet. So, ich schau mal, ob wir hier unsere... Oh, die Imperatorin hilft. Die gehen auch dahin, aber wahrscheinlich sind sie zu spät. Wahrscheinlich sind sie... Oder ganz knapp rechtzeitig. Ja, schade, kriege ich nicht. Ein Verteidiger ist hier noch drin und dann ist die Armee angekommen da. Und hilft. Ja... Perfekt. Wie gut ist das denn? Und wir helfen hier noch schnell. Also beim letzten bisschen noch, zack, fertig. Ein bisschen was gemacht. Halt there! Who are you? Ja, ich bitte darum. Ich bitte darum. Was ich für einen Helm gekriegt habe? Eine mit so einer Feder oben drauf, aber die ist weniger, ist glaube ich weniger gut als meine, die ich habe. Okay, ich gehe davon. Oh Gott, was ist das für eine Karte? Ja, er hat Wald auf seiner Seite. Also wir versuchen auf ihn zuzustimmen. Machen wir einfach mal schnell Angriff, dass er nach vorne rennt, bitte. Er hat gar nicht so viel Kavallerie, sehe ich gerade. Such hier schnell was. Ich versuche die Bogenschützen ein bisschen auf die Seite zu ziehen, dass sie auf der Seite von der Infanterie reinschießen können, währenddessen meine Rekruten schön dastehen. Ein bisschen näher zusammen, bitte. Ihr müsst einen schönen Block bilden, Jungs. Ihr müsst die einfach umklammern können. Nein, so. Bitte. Danke. Okay. Oh Gott. Sieht so aus, als ob es in die Hose geht. Ja, gut ist.
Ja, komm jetzt. Archer, move out! Das ist noch nicht vorbei. Ich sage euch, das ist noch nicht vorbei. Renn weg. Ich hab sie vergessen. Soldiers! Onwards! Galloy! Enter! Nein! Die müssen weg. Raus da! Ach, shit. Okay, wie das auch immer gehen soll. Wir müssen da hoch. Mein Reiter ist, glaube ich, tot. Noch. Irgendwo hier oben hatten wir nochmal Pfeiler, oder nicht? Die einen, die wir erwischt hatten, noch. Die hier. Oder sind die weg? Weg. Ja,
Ja, die Munition ist alle. Ich könnte von der Map fliehen, nochmal nachrüsten und dann nochmal in die Schlacht gehen. Das könnte funktionieren. Kann ich die... Wie kriege ich die zurück? Ich bin eigentlich noch nie geflohen. Wie kriege ich das? Zurückziehen. Clear out! Also habt ihr noch Pfeile, Jungs? Warriors, get moving! Aber wenn ihr noch Pfeile habt, haut nochmal kurz eine Sau da drauf, bitte. Hear me! Loose for group! Onwards! Warriors! Wir ziehen uns zurück. Dadurch dürfte ich nochmal Munition kriegen. Wir können die Schlacht nochmal führen. Und dann können wir die 16 vielleicht. Kriegen die 16 vielleicht noch besiegt, wenn ich nochmal Munition habe. Obwohl sie auch wieder Wurfspeere haben dann, aber. Nochmal angreifen. 17-15 jetzt. Also ein kurzer taktischer Rückzug. Ich krieg nochmal Munition. Sehr gut. Get move, armed soldiers! Move! Warrior! Forward! Ja, nimm es weiter, weiter nach... Hallo? Was macht der da? Der muss rennen, der Narr! Hear me! Forward!
Soldiers! Onward! Convoy! Hear me! Move! Okay, wir fliehen nochmal von der Karte. Ich weiß nicht, wie häufig ich das machen kann. Wir versuchen es jetzt einfach. Break up! Okay, ich fliehe auch. Ich brauche die Bolzen wieder. Ich weiß nicht, ob ich zwei, dreimal, wie häufig ich von der Map fliehen darf, um Munition nachzurüsten. Aber wir machen das jetzt einfach. Ich fand es jetzt noch interessant, dass meine Bogenschützen weniger schnell gerannt sind, als er da, so mit seinen Leuten. Okay. Ich hab nämlich einfach nicht vor, nochmal von der Aserei gefangen zu nehmen. Ich wende einfach jeden dreckigen Trick an. Es ist mir völlig egal, weil als ich mich in der Wüste versteckt habe, hat die KI auch beschissen von vorne bis hinten. Oh, der Nexo steht da aber in der Wüste. Ja, lass doch einfach mal da schnell, ne? So, pipapo. Einfach mal ganz kurz hin. Flitzi-düsi. Und dann wissen die genau, wo ich war. Ja, komm. So, 18 verdammte Bolzen. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass sie noch einen Speerwerfer haben. Komm, hau sie alle raus, hau sie alle raus. Ja, nochmal, noch einen, komm, komm. Dürfte der letzte gewesen sein, gut. Onwards! Ah ja, 100 Schaden. Der steht noch, okay. Da hat jemand Perks. Rennen, Jungs. Ja, ich brauche noch mal 18 Schuss.
Welches denn jetzt der mit den Bolzen drin, der da? Run while you can! Troops! Back! Back! Nochmal, nochmal. Es tut mir sehr leid. Hear me! Ja, der Bogen ist viel effektiver. Aber ich sollte das mit der Armbrust und dem Imperium mal ausprobieren. Ich muss aber auch sagen, die Armbrust ist, glaube ich, nachher noch kacke. Also eine richtig gute Armbrust kannst du halt auf dem Pferd nicht verwenden, weil die musst du halt ganz anders laden. Also die hier kannst du mit einer Hand spannen und den Bolzen rein. Beim anderen musst du halt mit dem Fuß absetzen und ziehen. Dafür ist ja eigentlich auch der Bügel da. Schneidest fürs Let's Play raus? Nee, da kann man skippen. So, nochmal angreifen. Horsebowmen! Ha! Soldiers! Move! Ja, haben die jetzt noch einen Werfer dabei gehabt? Das weiß ich nämlich nicht. Ja. Müssen wir kurz gucken, dass der hier wieder alles rauswirft. Ja, er hat noch einen. Einen hat er noch. Komm. Mein Gott. Sorry, aber so unpräzise kann das Ding vom Pferd nicht sein. Next, wenn lernst du, dass deine Armbrust kacke ist? Was habe ich vorhin gesagt? Forward! Cease shooting! Was habe ich legit vorhin gerade gesagt? Soldiers! Jux, jux! Hear me! Back off! Ja, dann in! Soldiers, move out! Oh mein Gott! Flieht und sie rennen in sie rein. Und versuchst trotzdem immer wieder auf hohe Distanz zu treffen. Wenn ich nah ranreite, drehen sie doch um und halten das Schild in meine Richtung. Du hast doch das gleiche Bild, das ich hier auch habe, Mann. Oh, echt? Ein Bogenschütze. Okay, dann fixieren sie sich hoffentlich auf den Bogenschützen, kann ich die im Hintergrund da wegschießen. Schieß auf die Füße, ist besser daneben. Okay, dann schießen wir auf die Füße, das wird sicher funktionieren. Die Schilder haben auch gar keine große Hitbox, dass ich die Füße nicht treffe. Aber lass das ausprobieren, klar. Machen wir das. Die Füße also. Okay, verfehlt. In den Boden.
Ah ja, okay, auch verfehlt. Ins Schild. Versuchen es nochmal. Das klappt leider nicht. Geh dich! Du kannst nicht auf die Füße schießen, die Schilde sind zu groß. Die Hitbox trifft sie trotzdem. Also den Schild. Geht einfach nicht. Ich muss aus der Distanz schießen mit dem Crappy, mit der Crappy Armbrust. Und noch vier Jungs, die ich halt einmal null treffe, wenn sie mich angucken. Guck, das ist so, Chat. Die Schilder haben eine riesige Hitbox. Und da kann ich nicht einfach easy peasy schnell. Die auf die Füße schießen. Das geht einfach nicht. Safe. Zwei gegen zwei. Okay, es hat super lange gedauert. Und jetzt werden wir wahrscheinlich gefangen genommen von irgendjemand anderen. Lul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 . Ja, ein hart erkämpfter Sieg. Sind zu hart für meinen Geschmack.
Okay, Armbrust. Mit Moral alle Truppen rein. 1, 2, 3. Fernkampftruppen halten 2 XP pro Tag. Let's go. So, wir werden jetzt hier in diese Festung sitzen und unsere Leute sollen sich hier jetzt erholen, bitte. Oh. Ja, Entschuldigung, dass das jetzt so lange gedauert hat. Das ist blöd. Aber, ja. Lösegeld für ihn. Ja, komm. Ich habe eine vernünftige. Also, ich erkläre es ganz kurz. Auf dem Pferd kann man nur bestimmte Armbrüste kaufen. Also, die leichte Armbrust. Ich müsste nach Vlandia reiten, wenn ich eine bessere leichte Armbrust haben will. Das möchte ich jetzt im Krieg nicht machen. Dann gibt es Armbrüste, die kann ich nicht auf einem Pferd brauchen. Das steht hier drauf. Das ist eine schwere Armbrust. Alle schweren Armbrüste sind richtig gut. Die kann ich aber nicht auf dem Pferd brauchen. Und alle leichten Armbrüste sind nicht so gut, aber die kann ich dafür auf dem Pferd brauchen. Ich könnte noch bessere Bolzen kaufen. Das könnte ich tatsächlich machen. Macht einen kleinen Unterschied aus. Ja, für die Armbrust gibt es auch einen Perk, dass man die Schweren auf dem Pferd brauchen kann. Richtig, geht auch. So. Nehmen wir noch ein paar Packpferde mit. Das ist Streitrösser. Obwohl, die brauche ich vielleicht. Nehmen sie mal mit. Dann. Nehmen wir mal schnell. Schwere Armbrust, schwere Bolzen. Wir nehmen mal schwere Bolzen mit. Haben wir die mal dabei? Das ist mal gut. Die Gegner haben schon echt viel geschluckt. Ja. Ich bin auch der Ansicht, dass leider die Armbrustschützen nicht so gut sind wie die Bogenschützen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie im Spiel die Armbrustschützen für irgendwie andere Zwecke besser machen. Aktuell merkt man den Unterschied halt schon sehr. Aber ich ziehe das jetzt durch. Okay, die gehen da gar nicht hin. Schade. Burg Tamu. Bin ich sogar wieder mit dabei. Den brauche ich aber alles nicht, ne? Wir haben jetzt hier Burg Tamu. Das hier haben wir uns zwei Burgen. Das da belagert. Ich hoffe sehr, dass sie das niederschlagen und dann nach Rasi gehen. Wir uns nochmal anschließen können und versuchen können zu helfen bei Rasi. Dann machen wir es dieses Mal cleverer als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war es ja so, dass ich das so hatte, dass ich zuerst die Stadt abgegeben habe. Wir warten, bis sie eingenommen wird und dann geben wir sie ab, um höhere Chancen zu haben. So, die werden jetzt platt gemacht. Den beiden Armeen nämlich. Die Schilder der Aserei sind halt sehr, sehr groß. Was besteht seine Armee? Rekruten. Okay. Na, der lässt sich da nicht drauf ein.
Wir können kurz gucken, ob jetzt Rogea schon schwanger ist. Ich bezweifle es zwar. Ehemann, ja, okay. 44. Schafft sie, wird sie nicht mehr, sie wird nicht mehr schwanger. Aber wenn sie ins zeitliche, das zeitliche segnet. Könnte mein Bruder natürlich übernehmen, unter Umständen. Wo geht sie denn jetzt hin? Gehen die jetzt zu zweit da runter? Ist einer mit oder zwei? Sind zwei. Okay, wir gehen. Wir versuchen zu helfen. Sie belagert jetzt das. Doch nicht. Ein mühseliger Plan, aber... Ah, das sind... Ach, ich verstehe. Kann ich sie zwingen? Also wenn sie rausgehen und sie verfolgen und ich dann... Es würde gehen, dafür müsste ich aber etwa hier stehen. Ne? Das heißt, die werden nochmal rausgehen, die werden nochmal kommen und wir werden von der anderen Seite dann versuchen, sie in ein Dings zu zwingen. Oh, 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 oh. Nicht so. Walter kann Rebellen, okay. Interessant. Blandia, meiner Meinung nach, die einzigen Armbrustschützen, die halbwegs funktionieren. Ja, theoretisch, die aus dem Imperium müssten auch funktionieren. Frieden mit der Aserei. Bin ich eigentlich dagegen? Aber das spielt absolut keine Rolle. Ja, verdammte Axt nochmal. Ja gut, wir haben zwei Burgen, wo wir ein bisschen Geld verdienen. Ich werde hier jetzt mal einfach runterfahren. Das Geld mit rausnehmen. Ach. Ja, in die Richtung wollte ich es nicht gehen lassen. Belagerung. Die Moralbonus, das Nahrungsvielfalt ist verdoppelt. Den finde ich cool. Haben wir deutlich mehr Moral. Ja, das hätte ich jetzt gerne nicht beendet. Da hätte ich wirklich gerne irgendwo noch was geholt, eine Stadt für uns oder so. Das wäre jetzt ein echter Griff ins Klo, langfristig gesehen. Aber gut, wir werden irgendwann wieder Krieg führen. Machen wir mal Raffinesse bei dir noch. Und Heilkunst. Ningra Bruder. Wird vielleicht eine Truppe anführen. Sehe ich eigentlich. Okay. Es ist, wie es ist. Wir müssen uns damit abfinden. Wir liefern Fleisch, Käse, Fisch, Getreide, Datteln, Butter. Ne, ich glaube, so hoch ist der Tribut gar nicht gegen die bei der Aserei. 2000. Okay.
Wir gehen da noch eine Brauerei kaufen, würde ich mal meinen. Und die Webereien macht gar nicht so viel Geld, warum nicht? Krieg doppelt Samt. Ich muss irgendwo muss ich Geschäfte kaufen, damit wir wieder ein bisschen Plus machen. Overall. Er wurde wohl von der Seite auch noch angegriffen. Deswegen wollte er Frieden, oder? Ah, nein, doch nicht. Dachte ich schon. Ah, mal wieder ein Banditencamp. Erwische ich das gerade noch? Nein. Dann reiten wir weiter. Super langsam. Keine Pferde haben. Oh! Die Wanderin. In den Trupp bringen und gehen sie bitte wieder mit der Karawane los. Hallo? Töpferei, Gerberei, Werkstätte, Brauerei. Verdammt. Ich würde gerne ihre Brauerei kaufen. Haben Sie Dank. Es geht alles nach Wöström, aber in Wöström haben wir das ja schon. Tja, jetzt bereue ich es, Amfrelle abgegeben zu haben. Aber was willst du machen, ne? So, ich brauche deutlich mehr Pferde. auf, Narva, hol das Geld wieder rein. Ja, sie soll da wieder Geld verdienen für uns. Revolte von Ironis. Das machen wir. Also, es gibt eine Revolte. Ja, wisst ihr, wir waren im Krieg mit diesem Reich äußerst kostbar, bla bla bla. Ja, ich fasse es kurz zusammen. Also es ist so, es lehnt sich einer, ein Adliger oder ein niederer Adliger lehnt sich auf und versucht Rebellen zusammenzutreiben, um einen Aufstand anzuzetteln. Und wir müssen es aufhalten. Sie fragt uns, ob wir da was machen können. Und wir müssten dafür ihn hier hoch. Ja, dort. Oder ich nach Vlandia und einen Bolzen zu holen, Armbrust. So, ich ganz kurz noch, damit ich es gesagt habe. Ich habe mir das mal ausgerechnet, ne? Wenn die Armbrust voll aufgewertet ist, ne? Also alle Fähigkeiten und Sachen und die ganzen Boni. Und dann auch bei Baukunst, hier gibt es nämlich bei Baukunst irgendwo auch nochmal einen. Wo war der denn? Eure Truppen verursachen 5% mehr Schaden mit Armbrüsten. Wenn das alles voll hochgeballert ist, ne? Und auch die Armbrust-Dings hier. Dann machst du mit der Armbrust overall, also deine Truppe, mehr Schaden als die Bogenschützen. Grundsätzlich. Weil die Bogenschützen schlussendlich nicht so viele Boni kriegen für mehr Schaden. Schon auch, aber nicht im gleichen Verhältnis wie bei der Armbrust. Ja? Das heißt, theoretisch könnte man da sehr, sehr viel rausholen. Aber das schiebt sich halt sehr nach hinten, offensichtlich. Und funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir versuchen es weiter. Es ist auch schön, mal nicht Bogen zu spielen, sondern mal eine Armbrust. In der Armbrust unterwegs zu sein. DPS ist entscheidend. Ich weiß nicht, ob du mit dem Bogen wirklich schneller schießt als mit der Armbrust. Ist auch daran, dass du dich entschieden hast, nicht alles auf deine Gefährten zu vertilgen, wie Folge etc. Nee, ich glaube, die Armbrust ist allgemein einfach ein bisschen schwächer als der Bogen. Auch weil einfach deutlich weniger Munition vorhanden ist.
Und ich glaube aber, dass die Armbrust einfach auf dem Pferd nicht wirklich was taugt. Also wenn ich jetzt einen Hickory-Bogen nehme, die Armbrust, die schwere, dann würde ich schon deutlich mehr Schaden machen. Das liegt jetzt auch groß an der Kombination, die ich habe mit dem Pferd, würde ich meinen, mit der Armbrust. Ich vermute auch, dass das einer der Gründe ist, warum es nicht wahnsinnig viel, das ist Ira. Warum es nicht so wahnsinnig viele Britten-Armbrustschützen gab in der Geschichte, sondern eher Bogenschützen. Aber ich habe trotzdem Spaß dran, wir behalten es mal bei. Weil es einfach ein paar bittere Niederlagen in der Wüste natürlich und weil wir die Armee noch am Aufbauen waren, kommt das natürlich noch hinzu. Ich meine, guckt euch hier, 67 Stich, 93 Stich, 99 Präzision, das Ding hat 80 Präzision, das ist echt schlecht. Also, das ist ein bisschen wie der Bergbogen, den man am Anfang hat. Haben wir ihn hier. Oder das hier, 83, ne? Also, das ist auch Wald, das ist Scrap. Was brauchst du denn? It's very good to see you. Steuern eintreiben. Ja, ich werde für dich die Steuern eintreiben. Aber zuerst müssen wir den hier aufhalten. In der Nähe von was? Ah, hier. Ja, naja, wenn er hier ist, dann wird er ja geradlinig runtergehen, oder nicht? Buchbrief. Interessiert mich nicht. Lars, danke für den Prime für 72 Monate. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für den Support, Mann. Ach, ich kann die Steuern überall abgeben, wo ich will. Cool. Oh, das ist, glaube ich, gar nicht mal so bad. Das dürfte einen schönen Wert haben, wenn die das Turnier gewinnen. Yep. Yep, yep. In die Brust, der Speer. Uff. Den habe ich aber böse erwischt. Die Spitze des Messers, des Schwertes direkt so vor dem. Sehr kurz davor. Also ich würde sagen, in der Zwischenzeit unterstützen wir die Adligen ein bisschen. Das ist die Revolte. Ne? Dann suchen wir die anderen Adligen auf und gucken, ob sie irgendwie Pferde brauchen oder Steuern eintreiben. Hallo? Du bist ein imperialer Elbwebel-Armbrustschütze. Der hier wieder blockt. So. Einmal für mich. Zum Reiten. Dankeschön. Okay, wir reiten doch nach unten. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir ihn hier irgendwo treffen. Was ist er denn? Ja, ich muss hier auch gleich noch die Steuern eintreiben.
soll er jetzt sein? Entschuldigung, was? Hier oben? Also gut, geh wieder hin. Müsst ihn eigentlich sehen. Nach so vielen Stunden Turniere. Rast du ganz schön durch die Turniere. Ja. Das, ja. Ja, jetzt ist er da unten. Ich will das trotzdem noch schnell die Steine eintreiben. Sind die echt so langsam? Schnee und Wald ist furchtbar. So, ja, jetzt bin ich hier. So, ja, okay. Wo soll er denn jetzt sein? Und Chernopsis. Jetzt ist er da runter. Mann. Ja. Also irgendwo hier bei Chernopsis soll er sein, hä? Wow. Na gut. Steuerflucht. Nein, nein, das ist nicht. Es ist eine, der eine Revolte anführt. Oder will, aber irgendwie. Taucht er nicht auf. Ironis. Jetzt ist er da. Irgendwas mache ich falsch. Eigentlich müsste es... Ah. Hab ihn gesehen. Hier. Den suche ich. Er sucht gerade Unterstützer für eine Revolution. Eine Rebellion. Seid gegrüßt, mein Herr. Kann ich euch behilflich sein? Ihr habt nicht das Recht, bewaffnet umherzuziehen und die Bevölkerung aufzuhetzen. Hört auf damit. Aufwiegelung? Da wurdet ihr falsch informiert. Meine Männer und ich sind treue Diener von Imperatorin Ragaea. Wir informieren lediglich die Leute darüber, dass unser Imperator von schlechten Beratern umgeben ist, die Steuern erhöhen wollen. Wir möchten Ragaea bitten, ihr Volk und dessen Bedürfnisse Gehör zu schenken. Ja, das ist eine Aufwiegelung. Löst euch auf oder ihr tragt die Konsequenzen. Tja, da wurde ich tatsächlich falsch informiert. Ja, ich drohe ihm. Er hat die Chance. Ich muss jetzt keine imperialen töten. Sinnlos. Konsequenzen? Ihr wollt das Blut der getreuen Diener von Ragaea verließen? Genug geritten? Nein. Blut nicht vergießen? Kluge Entscheidung. Ihr habt nicht das Recht, bewaffnet umherzuziehen. Ne, also Kampf. Kampf. Alles Kavallerie. Wow. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass er mich angreift. Das wird jetzt knackig, ich sag's. Tschüss. Das wird knackig. Ein erneutes Mal stellen wir uns auf im Walde. Ja, am besten ein bisschen so hier. Come on!
viele Reiter. Bauern gegen Kataphrakten. Ja, Bauern sind es nicht mehr. Hear me! Onward! Ich stelle sie ein bisschen weiter hinten, dass wenn sie hier gebremst werden, dass sie von den Pferden schießen. Oh mein Gott. Wenn wir die besiegen, werden wir sie in unsere Armee aufnehmen. Oh mein Gott. Ihr müsst schon zuschlagen, Jungs. Ja, die kriegen wir nicht klein, die sind zu gut gepanzert. Wir besiegen ja gar keinen gerade. Ich hatte es in Erinnerung, dass ich irgendwann noch die Möglichkeit habe zu überreden, aber irgendwie. Passiert das, kann ich das irgendwie nicht. Ich hatte gehofft, dass wenn die versuchen, ihn zu überreden, dass er dann, okay. Wir ziehen uns zurück. Mit den falschen Infos ist, glaube ich, ein direkter Questerbruch. Ja, das dürfte es eben auch nicht sein. Wir gehen mal, ist die Revolte jetzt halt fehlgeschlagen. Jetzt haben wir nicht die ganze Armee opfern. Wir, gehen hier hoch. Ich hatte das nicht mehr so krass in Erinnerung, dass das alles hochrangige Kataphraken sind. Dafür sind die immer noch viel zu geschwächt. Ein Fehler jagt den nächsten. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich rekrutiere jetzt einfach mal sauber hoch. Ja? Wir rekrutieren einfach mal sauber hoch, dass wir Legionäre haben, dass wir Armbrustschützen haben. Dass wir eine 100er Truppe und eine 140er Truppe sind mit anständigen Soldaten. Ja. Das machen wir jetzt. Armbrust kaufen? Ich habe doch eine Armbrust. Du meinst, ob ich nach Valandia gehe und eine Armbrust kaufe? Das können wir machen in der Zwischenzeit. So. Pharos hat auch noch eine Quest für uns. Dauert halt ewig, bis wir in Valandia sind, ne? Um diese blöde Armbrust zu holen. So. Kannst mal mit. Ich
dass mein Plan in die Wüste zu gehen halt so blöd gescheitert ist. Sehr, sehr mühsam. So, schnell handeln. Käse Butter voll auffüllen. Ein bisschen Fisch noch, Bier. Rosa, der kann raus. Dann haben wir Datteln, Oliven, Trauben, bisschen Fleisch. Dann holen wir ein paar Maultiere, um das auszugleichen. Ein paar Arbeitspferde, Edlandzelter. Weiter geht's. Wir müssen auch etwas schneller unterwegs. Ich weiß, Turnier, bla bla bla, etc. Wir holen in Vlandi eine blandische Armbrust, damit wir wenigstens einigermaßen anständig Schaden machen mit der Armbrust, wenn wir rumreiten. Wo ist das eigentlich? Hier könnt jede Armbrust auf dem Pferd nachladen, ja. Eher nicht so, ne? Ausgewogene, leichte Bolzen. So. Immer noch schnell gucken, was wir noch mitrekrutieren können. Und nicht so viele Distanzkämpfer, da sollten wir vielleicht noch ein bisschen drauf gucken dann. Mittellandzelter noch mit. Auch einfach, dass sie schnell sind. Weil die haben natürlich, als wir die Schlacht verloren haben, wir alle Pferde geklaut. Naja, das ist halt ihre Beute. Klar. Ich frage mich, ob wir mit der Aserei wieder Krieg führen können. 2%, 100%. Der Aserei will aktuell niemand Krieg führen. Die Schlachtrösser nehme ich auch nochmal schnell mit, auch wenn sie teuer sind, aber die ein oder anderen brauchen die halt zum Upgraden dann. Ach komm, ihr werdet als Bogenschützen. Nicht so. Also Sargot, was hast du zu bieten als Armbrust? Ja, Onira müssen wir natürlich zurückholen, theoretisch. Wäre schon ganz cool. Eine gute, sie heißt einfach gute leichte Armbrust. Dann nehme ich die gute leichte Armbrust mal mit. Ja. Und die schweren Wolzen, die hier deutlich besser sind, nehme ich auch mal mit. Und dann haben wir eine gute leichte Armbrust. Ja, direkt 10 Prezi mehr, ist schon ein guter Unterschied. Jetzt habe ich aber ein Problem wegen den Finanzen. Die Armbrust mal in Räubern hast. Ne, die einfach von der Wertung her ist schon deutlich besser. Das reicht.
So, also wir müssen zurück wieder. Jetzt müssen wir ein bisschen anderen Adligen helfen. Wenn ich eine gebundene Armbrust finde. Ja, wäre fast besser, ne? Aber mir fehlt das Geld für die gebundene Armbrust. Kann ich nicht kaufen. Kann ich mir nicht leisten. Nein, ich will zurück in unser Gebiet. Ja, gut, dass Karawanen und Werkstätte haben, die das wieder nach oben treiben, ist richtig. Aber deswegen haben wir das ja auch aufgebaut, ne? Ganze Prozedere. Komm weiter, einfach weiter. Wir müssen den anderen, wir müssen gucken, dass sie es mit den anderen Adligen gut haben. Das ist jetzt das Ziel für die nächste Folge. Dass wir Adlige suchen, unsere Truppen ausbilden. Weil aktuell traue ich mich in Schlachten rein, in die ich mich nicht reintrauen sollte. Und jetzt muss ich, jetzt heißt es einfach aufbauen, auch wenn es nicht unbedingt mega geil ist, Armeen aufzubauen. Tell me your name. Ja klar, was, ja, alles gut. Was für Leute brauchst du denn? Imperialgeübte, ja, let's go. Ja, ja, passt schon. Wie bringe ich dir in die Burg? Muss ich ja irgendwo ein paar Imperialgeübte. Ja, hier, wir haben mehr als genug dabei. Aber welche Burg? Ah, die da an der Ecke, lol. So, flitzen hier rüber. Ja, bitte, bitte. Die Kunst des Handelns. Hi. Ja, hier. Alles, was der Bevölkerung hilft. Sie sollen mich mögen, lieben. Ach, die verarbeiten wir doch einfach zu Fleisch. Die Kühe werden geschlachtet. So, bringen wir ihm schnell die Truppen, die er angefordert hat. Da mag er uns auch mehr. Ah, ja. So, mit dem Befehlshaber reden. Hier sind die Männer. Wie viel braucht er denn? Sehr schön, so. Hat uns zwar jetzt ein paar Männer gekostet, aber mit ihm bessere Beziehungen gebracht. Drei? Ja, das ist Zeit für eine Pause. In der nächsten Folge mit dem Sturgernkrieg führen. Können wir bis Tial vorrücken. Okay, Krieg mit den Sturgern. Vielleicht in der nächsten Folge. Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Ja, wir sind eigentlich noch nicht ready. To be honest. Eigentlich müssen wir noch Banditen und Sachen jagen. Können die von mir jetzt machen, was sie wollen. Wenn ihr es am Let's Play Channel guckt, lasst ein Like, lasst einen Kommentar da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht's hoffentlich ein bisschen bergauf. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.